Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Sitzung Miete Expert. Sie werden heute ein bisschen was über NADH, Coenzym 1 erfahren. Was Coenzym 1 ist, sage ich Ihnen jetzt. NADH kommt in jeder lebenden Zelle vor, denn jede lebende Zelle braucht Energie. NADH ist die Abkürzung für Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid-Hydrid, auch Coenzym 1. Es ist das wichtigste Coenzym in unserem Körper. Ohne NADH gibt es kein Leben. Wir haben hohe Konzentrationen im Herz. Sie müssen sich vorstellen, das Herz pumpt 80.000 Mal am Tag, also braucht die meiste Energie. Das Gehirn enthält auch hohe Dosen NADH, und zwar 40 Milligramm pro Kilogramm. Und wahrscheinlich wissen Sie, dass ein Drittel der Energie, die der Körper produziert, vom Hirn verbraucht wird. Es wird in unserem Körper produziert, ganz einfach das Schema aus Eiweiß, Kohlenhydrate und Proteine entstehen über den Glukosestoffwechsel, Pyruvat, Zitronensäurezyklus, und daraus bildet sich NADH. Also NADH ist absolut notwendig. Und ich möchte Ihnen ganz kurz zwei Kapiteln darstellen, die biologischen Funktionen und die therapeutischen Wirkungen. Es ist dann alles in dem Buch enthalten, das Sie in der NADH-Tasche bekommen, kostenlos, gratis, aber ich werde den Inhalt auf 25 Minuten konzentrieren müssen. Zuerst die biologischen Funktionen. NADH hat über 1000 metabolische Funktionen, aber die fünf wichtigsten will ich Ihnen kurz darstellen. Treibstoff der Energieproduktion, das heißt, NADH ist der biologische Wasserstoff und der treibt die Energieproduktion in der Zelle an. Was wir auch gehört haben und gelernt haben, ist, NADH kann Zell-DNA reparieren. Die geschädigte DNA wird durch NADH repariert. Es ist ein hochwirksames biologisches Antioxidant und es stimuliert Adrenalin und Dopamin, von dem wir alle zu wenig haben. Jedes Handyanruf kostet uns Adrenalin. Wir haben heute viel zu wenig. NADH kann das substituieren. Und die neuesten Ergebnisse sind, NADH stimuliert die Nitroxidproduktion. Da komme ich gleich später darauf zu sprechen. NADH ist Treibstoff der Energieproduktion. NADH reagiert mit dem Sauerstoff, den wir in jeder Zelle haben, und produziert damit H2O und Energie in Form ATP, Adenosintriphosphat. Jetzt kommt die entscheidende Frage, können wir die ATP-Energieproduktion in einer Zelle erhöhen, ja oder nein? Die meisten werden sagen nein, aber ich sage Ihnen ja. Und jetzt werden Sie fragen, wo sind die wissenschaftlichen Beweise? Wir haben Herzzellen genommen, die noch sich kontrahieren, also lebende, vitale Herzzellen. Und auf die haben wir NADH einwirken gelassen. Und nach dem biochemischen Dogma sollte gar nichts passieren, weil das NADH angeblich nicht in die Zelle geht. Aber das stimmt nicht. Man findet nach 30 Minuten 40% mehr ATP in der Zelle mit zwei unabhängigen analytischen Methoden. Und die Konsequenz ist, dass die Herzzellen, die NADH haben, 50% länger leben. Das ist also ein wissenschaftlicher Beweis für einen Anti-Aging-Effekt. Das haben wir natürlich publiziert und alles, was ich sage, ist durch wissenschaftliche Studien bestätigt und in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert. Also wir machen keine Ballyhoo-Werbung, die dann nicht stimmt. Das ist das, was ich schematisch darstellen will. Die Zelle, wenn NADH in die Zelle geht, dann bildet sich ATP, und was ganz wichtig ist, an der Zelloberfläche entstehen Signalmoleküle, die für die Zellregulation ganz entscheidender Bedeutung sind. Zum Beispiel bei der Regulation von Krebszellen. Im Übrigen am Rande, die Professor Mirikova in den USA hat gezeigt, sie hat 85 verschiedene Krebszellen auf NADH analysiert. Und alle haben ein NADH-Defizit, das heißt, die haben einen Energiemangel. Und wir haben eine Vielzahl von Krebspatienten, die mit NADH gesund geworden sind. Aber darauf will ich gar nicht eingehen. Jedenfalls entscheidend ist, dass Nicotinamid, Ribose und NAD+, die oxidierte Form von NADH,
nicht in die Zelle geht. Und daher macht sie keine Wirkung. Und alle, die Reklame machen für NAD+, sie sitzen am falschen Dampfer. NAD+ ist essentiell für die Zell- und DNA-Reparatur. Wir haben ein Enzym in uns, das die DNA reparieren kann. Das ist gut, sonst würden wir gar nicht überleben. Und dieses Enzym benötigt NAD+ zur Reparatur. Und je mehr NAD+ eine Zelle zur Verfügung hat, desto besser funktioniert die DNA-Reparatur. Das haben wir auch publiziert. Jetzt kommt ein ganz relativ neues Kapitel. NAD+ stimuliert die Nitroxidproduktion. Und Sie wissen wahrscheinlich, was Nitroxid kann. Nitroxid relaxiert die Gefäße, das heißt, erweitert die Gefäße und dadurch kommt mehr Blut in die Organe. Im Herz, im Hirn, aber auch unterm Gürtel. Und das war der Nobelpreis für eine Gruppe in Italien, die das bekommen hat. Und Sie sehen, dass NAD+ mit Arginin NO produziert. Und je mehr NAD+ und Arginin Sie haben, desto mehr Nitroxid haben Sie in der Zelle. Und was macht Viagra? Viagra blockiert den Abbau von Nitroxid. Aber wenn Sie wenig Nitroxid haben, dann ist das wie ein Tropfen in der Wasserhahn. Sie können noch so viel tropfen lassen, bis Sie das Becken voll haben. Ja, dauert das Monate. Während mit NAD+ und Arginin kriegen Sie die Wirkung sofort, die Steigerung von NO. Und das sind die wichtigsten Ergebnisse. Es hilft bei Angina pectoris, bei COPD, bei Migräne, bei Makuladegeneration, bei erektiler Dysfunktion und als Schmerzmittel. Und völlig harmlos, ohne Nebenwirkungen. Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen, Nitroxid stimuliert die Mitochondrien. Das sind die Powerhouse, also die Kraftwerke der Zelle. Es reduziert das Metastasierungspotenzial von Krebszellen. Das heißt, je mehr NO eine Krebszelle zu produzieren kann, desto geringer ist die Metastasierungspotenzial. Das heißt, ich empfehle das allen meinen Krebspatienten. Und das ist ein Schema, das zeigt die Mitochondrienmembran mit den verschiedenen Stufen. Die erste ist die NADH-Dehydrogenase und dann geht das weiter, Zytochrom-C-Komplex und so bis ATPase. Und warum ich Ihnen das zeige, dass die Mitochondrien sehr sensitiv sind und bestimmte Medikamente genau am ersten und entscheidenden Punkt da eine Wirkung haben. Also zum Beispiel Metformin, das Diabetesmittel, Zytostatika, blockieren die Energieproduktion in jeder Zelle. Und das finde ich nicht sinnvoll. Aber es geht noch weiter. Die Statine blockieren die Ubiquinol und die Antihypertensiva, also die Blutdrucksenkungsmittel. Das eigentlich, die klassische Schulmedizin steht da völlig in einer falschen Richtung. Und ich will jetzt ein bisschen kurz hervorheben, was ist der Unterschied zwischen NAD+ und NAD+, weil das wird immer diskutiert. In Amerika ist ein derter NAD+-Hype, obwohl NAD+ gar keine Wirkung hat und keine Wirkung haben kann, weil es wird vom Magensaft in Sekunden zerstört. Also NAD+ geht nicht in die Zelle, NAD+ geht in die Zelle. NAD+ ist kein Antioxidant, weil eine oxidierte Substanz und NAD+ ist die Oxidationsstufe von NAD+, kann gar kein Oxidationsmittel sein. Ich bin auch Biochemiker und ich kann das bestätigen. Und NAD+ produziert ATP-Energie in der Zelle. Das macht NAD+ auch nicht. Und NAD+ ist das stärkste biologische Antioxidant. Das kann man messen, das kann man nachweisen. Und repariert DNA und stimuliert Adrenalin, das macht NAD+ auch alles nicht. Die therapeutischen Wirkungen, wir haben das NAD+ seit 1992 wissenschaftlich bearbeitet, mit mehr als 60 wissenschaftlichen Studien und Publikationen. Wir haben eine klinische Studie über Parkinson gemacht, weil wir die Entdeckung der therapeutischen Wirkung von NAD+ ist mit bei Parkinson entdeckt worden. 470 Patienten haben intravenöses NAD+ bekommen und 425% orale Tabletten. Wobei Anmerkung, wir haben 4,5 Jahre gebraucht, bis wir eine Tablette produzieren konnten, die mehr als 2 Jahre stabil ist, um die Voraussetzungen für ein Medikament zu haben.
mit dieser Tablette haben wir dann die Studien gemacht. Depression. Es ist für einige das beste Depressionsmittel. Warum? Weil es stimuliert die Produktion von Serotonin, Adrenalin und Dopamin, und das sind die Neurotransmitter, die bei Depressionen alle zu niedrig sind. Da haben wir auch eine Studie gemacht mit meinem verstorbenen Vater im Jahre 1994 und 205 Patienten, und 93% der Patienten haben sich verbessert. Wobei interessant ist, manche schon nach einer Woche und manche haben ein ganzes Jahr gebraucht. Das hängt natürlich auch von den einzelnen Symptomen der depressiven Patienten. Das haben wir dann auch publiziert. Wir haben eine Studie gemacht mit der Georgetown University in Washington, FDA-approved, double-blind, placebo-controlled, also diese klassischen Studien mit placebo-kontrollierter Kohorte. Und die Ergebnisse waren, dass 72% der Patienten eine Verbesserung nach 6 Monaten erhalten. Interessant, noch einen Patienten möchte ich leben, der wurde gefragt von der Ärztin in Georgetown, haben Sie eine Verbesserung gespürt? Sagt er, nein, überhaupt nicht. Dann sagt sie, aber Sie sind doch 14 Tage auf Urlaub gefahren voriges Monat und die letzten Jahre sind Sie nie auf Urlaub gefahren. Das heißt, der Patient hat selber nicht perzipiert, dass er eine Verbesserung erlitten hat oder erreicht hat. Das wurde auch im Annals of Allergy and Asthma publiziert. Und jetzt kommen wir zur Alzheimer-Demenz. Wir haben 2 Studien gemacht, eine auch an der Georgetown University und eine in Kroatien, in Zagreb an der Universität. Und das sind die Ergebnisse, wie Sie sehen. Die Balken, die schraffierten Balken, sind die Verum-Gruppe, die haben NADH bekommen, und die andere Gruppe ein Placebo. Und die Verum-Gruppe war nach 6 Monaten in manchen Hirnleistungen signifikant besser wie die Placebo-Gruppe. Und die Placebo-Gruppe ist also ungefähr um 6 Einheiten abgefallen. Das heißt, Alzheimer ist heilbar, wenn man es richtig macht. Aber nicht so wie Pfizer mit Aricept. Aricept ist verzögert nur die Verschlechterung. Und Pfizer schreibt im Jahresbericht, dass Aricept bei 1/3 der Patienten gar nicht wirkt. Aber es macht einen Jahresumsatz von 17 Milliarden Dollar. Das ist doch schön für die Pharmaindustrie. Jedenfalls haben wir das auch publiziert, und wir haben dann gesehen, dass das Kombinationspräparat, von dem ich gesprochen habe, NADH-Vision, Kombination auf NADH plus Arginin, hat die Frau Dr. Uhlig in Chemnitz angewandt in einer klinischen Anwendungsbeobachtung. Es verbessert das Glaukom, es normalisiert erhöhten Augeninnendruck. Und das sind das Chart, den sie präsentiert hat vor 2-3 Jahren bei einem Kongress. Das heißt, für alle, die unter Glaukom leiden, ist NADH-Vision eine wirkliche, natürliche Therapie, die zum Effekt führt. Es gibt momentan am Markt kein Medikament, das den Augeninnendruck senkt. Es gibt zwar Tropfen, aber die meisten Patienten erfahren da keine Verbesserung. Das noch einmal die Dr. Uhlig. Was sie gezeigt hat, es senkt sich nicht nur der Augeninnendruck, sondern auch der Blutdruck, und die Reaktionszeit verbessert sich. Also absolut positive Eigenschaften. NADH wird zu einer Vaskularisierung der Makula und hat daher positive Wirkung bei der Makuladegeneration. Das ist unser Produkt, mit dem wir die Studie durchgeführt haben. Sie können sich dann bei unserem Stand, der gleich vis-à-vis vom Eingang ist, mehr informieren. Die Wirkung von NADH beim Attention Deficit Hyperactivity Syndrom, das ADHS, das Mittel der Wahl ist Ritalin. Ritalin ist die zweitgefährlichste Droge nach Heroin, laut der Weltgesundheitsorganisation. Das wird unseren Kindern in der Schule aufoktroyiert. Es gibt viele Schulen, die sagen, wenn der Sohn oder die Tochter kein Ritalin nimmt, dann wird sie gar nicht eingeschrieben in die Schule. Moralisch also absolut ungerechtfertigt. Und gibt es eine wirksame Alternative? Und ich sage ja, NADH. Und Sie fragen jetzt wieder, wo sind die Beweise? Das ist ein SPECT, also so eine Art Scan vom Gehirn von einem 20-jährigen Studenten mit
ADHS, mit Attention Deficit Disorder. Und Sie sehen genau, dass das Hirn unvollständig durchblutet ist. Ja, das ist parietal von vorne und zwei von Seiten. Also man sieht das Hirn nicht voll durchblutet. 14 Tage nach NADH schaut der Patient so aus. Und seine Hirnleistung war wieder völlig normal, etc. Also will damit sagen, NADH ist die absolut sichere und natürliche Alternative zu Ritalin. Das ist das Produkt, das wir da eingesetzt haben, NADH Rapid. Da haben Sie auch ein Muster in der Tasche, können Sie ausprobieren. Es gibt also, wir haben mehrere Studien gemacht, dass die Wirkung von unserem NADH Rapid in 20 Minuten nachweisbar ist, mit mehreren Methoden, zum Beispiel mit HRV, also Heart Rate Variability. Das können Sie messen. Sie können das auch messen mit dem Pupillographen. Und ich sage das nicht aus Eitelkeit, es gibt kein Nahrungsergänzungsmittel, wo Sie die Wirkung nach 20 Minuten wissenschaftlich nachweisen können. Es gibt nur noch eine Substanz mit schnellerer Wirkung, das ist Zyankali, aber die wollen wir ja nicht nehmen. Das ist unser neues Produkt, das heißt Extox zur Entgiftung. Das enthält NADH und Acetylglutathion. Glutathion ist auch ein Antioxidant, ein biologisches, aber nicht ganz so stark wie NADH, aber die Kombination verstärkt die Wirkung. Und das sind die Inhaltsstoffe, 20 Milligramm NADH, Glutathion. Und wenn die Giftstoffe aus den Depots freigesetzt werden, dann kommt Spirulina und absorbiert diese Giftstoffe und damit werden sie ausgeschieden. Ja, also die Wirkungen von NADH, ein biologisches Antioxidant, es neutralisiert freie Radikale, es revitalisiert geschädigte Zellen, das haben wir alle, das sehen Sie dann auch alles im Buch. Der Professor Zank hat Leberzellen tödlich bestrahlt und hat sie dann mit NADH inkubiert und hat 70% der Zellen wieder revitalisieren können. Ja. Es stimuliert die Nitroxidproduktion und es eliminiert den Alkohol und andere Gifte. Sie können sich selber messen, wenn Sie Alkohol trinken und dann nehmen Sie zwei Tabletten von unserem Rapid und nach einer halben Stunde sinkt die Promillezahl um 1 bis 1,2%. Das ist ja nichts Nachteiliges, wenn man gerne Wein trinkt. Glutathion schützt vor freien Radikale, steigert die Immunwand und entgiftet Schadstoffe. Wir sind alle vergiftet, auch wenn wir uns noch so gesund ernähren. Weil in den Lebensmitteln sind natürlich schon gewisse synthetische Stoffe, die nicht hineingehören. Das Titanoxid ist jetzt verboten für Nahrungsergänzungsmittel und vor allem in den Kapseln, die weißen Kapseln enthalten Titanoxid. Das ist jetzt verboten. Aber in den Lebensmitteln, in jedem Käsesorte, in den Eis, da ist Titanoxid noch erlaubt. Das ist ein bisschen paradox, ne? Schwermetalle, wir haben Blei, Aluminium, das ist die wichtigste Wirkung von Glutathion und wir haben alle einen erhöhten Glutathionwert. Und wir haben einen Vertriebspartner, einen Arzt in Taiwan, der war begeistert von dem Produkt und jeder, der das Produkt nimmt, merkt nach einer Woche eine enorme Wirkung. Ja, also Rauchen, wir haben an der Universität Graz eine Studie gemacht, Raucher, da gibt es ein Protein, das nachweislich sehr hoch ist und bei Rauchern aber sehr niedrig. Und wenn ein Raucher NADH nimmt, dann ist er nur 20% schlechter wie ein Nichtraucher, während der Raucher 80% schlechter ist. Also Spirulina brauche ich nicht erläutern, das ist eine Alge und die wirkt als Schwamm und absorbiert und bindet die Giftstoffe. Wir sind einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, wir müssen ja unsere Damen am Markt auch bedienen. Und da ist das Kosmetikum also natürlich ein absoluter Fortschritt. Es ist uns gelungen, NADH in Liposomen einzuschleusen und stabil zu halten. Der Vorteil der Liposomen ist, dass die Liposomen sind so klein, dass sie durch die Haut durchgehen und bewirken in der Haut Freisetzung von NADH und NADH macht dort ATP und Wasser. Und das ist genau das, was die Haut braucht, Energie und Wasser. Das ist unser kosmetisches Produkt, das wir in mehreren Anwendungsbeobachtungen die Wirkung nachgewiesen haben. Zum Beispiel an der Universität Freiburg zeigt das vor und 14 Tage nach der Behandlung mit unserem NADH-Zellserum.
Das ist noch die Gegenüberstellung. Also 14 Tage nach sind die Falten weg. Und das ist mit computerassistierter Fotografie gemacht an der Dermatologie der Uni Freiburg. Also das ist keine grafische Manipulation. Das ist auch das Paper, das die herausgegeben haben. Ähnlich, wir haben ein Dentalgel entwickelt auf der Basis des Kosmetikum und das Dentalgel hat die Frau Dr. Brandl in Düsseldorf getestet und das ist die Zusammenfassung. Es stoppt Zahnfleischbluten, regeneriert geschädigtes Zahnfleisch, reduziert die Taschentiefe Parodontose und festigt wackelnde Zähne. Das sind die ganzen möglichen Anwendungsbereiche von Dentalgel. Und jetzt sind die zwei häufigsten Fragen, die ich vorwegnehme, wie sicher ist NADH und gibt es irgendwelche Nebenwirkungen? NADH ist ein Nahrungsergänzungsmittel und hat einen hohen Sicherheitsgrad. Wir mussten die Toxikologie für die ganzen Studien von der FDA prüfen und war ein enormer Aufwand. Aber mit den Unterlagen sind wir an die FDA gegangen. Die FDA hat nach 4 Wochen, ja, obwohl normalerweise für eine Zulassung als Studie 4 bis 6 Monate, nach 4 Wochen hat sie gesagt, aufgrund eurer toxikologischen Sicherheitsdaten könnt ihr sofort mit der Studie beginnen. Also zusammengefasst, man kann 1500 Milligramm NADH pro Tag nehmen, 6 Monate lang, ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Und das entspricht 50 Tabletten von den roten, die sie haben. Es zeigt keine Nebenwirkungen. Wir haben in allen Studien die Nebenwirkungen dokumentieren müssen. Es gibt keine und es gibt auch keine Interaktionen mit den häufigsten Medikamenten. Sie wissen wahrscheinlich, 90% der Amerikaner haben Medikamente, nehmen also Antidepressiva oder Aufputschmittel oder was immer. Also keine Wechselwirkung mit Medikamenten. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und wir sehen, dass wir unsere Patienten nehmen, das NADH, auch wenn sie Hypertoniker haben oder Antidepressiva. Aber sie kommen dann nach einem Monat und sagen, brauche ich jetzt das NADH noch? Und dann sage ich, nein, nehmen Sie Ihre Antidepressiva nicht mehr. Und dann melden sie sich wieder und sagen, jetzt geht es mir noch viel besser. Das ist das Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden uns am Stand genau gegenüber vom Eingang dieses Saales. Und ich glaube, weitere Fragen beantworten Sie dann nach dem Vortrag von meinem lieben Freund Dr. Jochen Retzel. Der ist Facharzt für Allgemeinmedizin und hat eine enorme, jahrelange Erfahrung mit NADH. Danke fürs Zuhören. Applaus